uns ist Opposition eben nicht nur rummäkeln und Opposition ist auch nicht nur Mist, sondern wir haben hier den Anspruch, auch mitzugestalten, mit zu korrigieren. Beim Sozialticket ist es dir auch ganz gut gelungen, hier tatsächlich auch mit als gestaltende Kraft Politik mitzubestimmen. Und wir konnten verhindern, dass das Sozialticket abgeschafft wird. Aber auch zum Beispiel die Gelder für die Flüchtlingsberatungsstellen. Das war auch großes Thema, wo du viel gekämpft hast, wo Berivan viel gemacht hat, wo die ganze Fraktion zusammengestanden hat. Was für eine Verhöhnung ist es von Menschen, die nicht so viel Geld haben, wenn man sagt, diejenigen, die sich einen Neuwagen für 50.000 Euro leisten können, denen geben wir nochmal 10.000 Euro, dass sie diesen Wagen bezahlen können. Aber alle, die seit 15 Jahren einen alten, gebrauchten VW Golf fahren, die gucken am Ende in die Röhre und haben überhaupt nichts davon. Und deswegen ist eine gute Umweltpolitik auch immer eine starke Sozialpolitik. Liebe Große Koalition, habt nicht nur den Mut, es ist verdammt nochmal eure Pflicht, jetzt die Leitplanken zu setzen für diesen Kohleausstieg, weil es geht um die große Transformation in unserem Land und auch um die Demokratie. Wenn ich jedenfalls von außen als jemand, der ganz weit weg ist, mir anschaue, dass bei der CDU-Landwirtschaftsministerium eigentlich kein Schwein in ihren eigenen Betrieb arbeiten will, dann stehen die Arbeitsplätze hier wohl offensichtlich nicht an alleroberster Stelle. Herzlichen Dank, dass ihr für das Sozialticket weiter gekämpft und gestritten habt. Wenn die Daseinsvorsorge bröckelt, dann bröckelt das Vertrauen in den Staat. Und deswegen ist unser Einsatz für Daseinsvorsorge auch immer ein Eintreten für eine starke Demokratie. Und deswegen macht Schwarz-Gelb hier weiter Feuer unterm Hintern.